Nächste Woche Donnerstag, am 2. September, kommt der nächste große Marvel-Film endlich wieder in die Kinos. Und das ist Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Und in diesem Video beantworte ich die Frage, wer ist Shang-Chi? Wer ist Marvels neuester Superheld? Und wer war er wirklich in den Comics? Und wer wird er sein im MCU? Also beantworte ich die Frage, wer ist Shang-Chi? Das alles in diesem Video. Fangen wir also direkt an. Ich fange mal an mit den Comics und bevor wir wirklich anfangen, ganz kurz, nein, ich spreche den Namen nicht falsch aus, denn er heißt auch wirklich Shang-Chi. Ich blende euch einfach mal einen Clip ein von MCU-Chef Kevin Feige, wie er seinen Namen ausspricht. Checkt das also jetzt gerne aus. 20 years, the story of Shang-Chi as people will see. Seht ihr, ich spreche den Namen also nicht falsch aus. Es heißt entweder Shang-Chi oder Shang-Chi. Irgendwo dazwischen werde ich liegen. Verzeiht mir aber bitte, wenn ich den Namen irgendwo, irgendwann mal falsch aussprechen soll. Ich fange dann aber jetzt an mit den Comics, denn dort war seine Geschichte natürlich die Inspiration für diesen ganzen Film, Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Shang-Chi in den Comics ist der Sohn von dem Charakter Fu Manchu. Und Fu Manchu war damals in den Comics ein sehr diskriminierender und rassistischer Charakter gegenüber der asiatischen Kultur. Also wurde er auch sehr schnell wieder von den Comics gelöscht. Aber im Original-Run von 1973, ja, so alt ist der Charakter wirklich, war Shang-Chi der Sohn von Fu Manchu. Er wurde als Kind und Jugendlicher wirklich brutal und rigoros trainiert in allen Formen von Kampfkünsten und Martial Arts und er hat keine wirklichen Superkräfte. In manchen Events, in manchen Comic-Runs hat Shang-Chi gewisse Superkräfte, aber im Normalfall ist er eigentlich nur ein normaler Typ, der ein Experte und Meister bezüglich Kampfkünsten ist, sei es Karate, Kung-Fu, Taekwondo, was weiß ich. Also ist er wirklich ein Experte und ein Meister, wenn es um Martial Arts oder auch Kampfkünste geht. Und deswegen wird er auch die Marvel-Version von Bruce Lee genannt. Shang-Chi wurde also von seinem Vater Fu Manchu in seiner Kindheit brutal trainiert, um wirklich eine lebende Waffe zu werden. Und wirklich nach seinem Training, nach seinem jahrelangen Training, hat sein Vater Fu Manchu gesagt, dass er jetzt bereit ist für eine richtige Mission. Und auf seiner ersten Mission musste Shang-Chi als junger Erwachsener einen Mann umbringen. Und das war ein gewisser Dr. Eitri. Keine Sorge, ihr müsst nicht wissen, wer das ist. Ich weiß es selber nicht. Er war auch überhaupt kein wichtiger Charakter. Deswegen keine Sorge. Also musste Shang-Chi in seiner ersten Mission diesen Dr. Eitri umbringen, weil er ein Rivale von seinem Vater ist. Also ging Shang-Chi zum Anwesen von diesem Dr. Eitri und hat ihn kaltblütig ermordet, weil er dachte, wenn das ein Rivale von meinem heroischen, heldenhaften Vater ist, muss dieser Dr. Eitri doch ein böser Mann sein. Aber dann wurde er angegriffen von einem Wachen von Dr. Eitri und bevor ein Kampf überhaupt stattfinden konnte, gab es ein sehr, sehr wichtiges Gespräch, denn in den Comics lernte Shang-Chi in diesem Gespräch zwischen dem Wachen von Eitri und von ihm selbst, dass sein Vater Fu Manchu der wahre Schurke hinter dieser ganzen Geschichte ist. Denn Dr. Eitris Wache sagte dann zu Shang-Chi, dass sein Vater Fu Manchu ein krimineller Terrorist ist. Er ist der Mörder, er ist der Terrorist und er ist der wahre Schurke von seiner ganzen Origin Story. Und nachdem er das wusste, schwor sich Shang-Chi Rache und wollte das Imperium von seinem Vater stürzen. Und das hat er auch gemacht. Er hat dieses ganze kriminelle Imperium von Fu Manchu zerstört und hat seinen Vater Fu Manchu auch im Kampf besiegt. Und dann gab es eine sehr lange Pause bezüglich Shang-Chi in den Marvel Comics. Aber in den letzten 5 bis 10 Jahren kehrte Shang-Chi auf jeden Fall in den Marvel Comics zurück. Er hatte viele Crossover mit den Avengers, mit Wolverine in Madripoor und er war sogar eine Zeit lang ein Mentor für niemand geringerer als Spider-Man. Etwas, was ich liebend gerne im MCU sehen will. Aber eins hat sich über die Jahre hinweg nicht verändert, denn Shang-Chi ist noch immer der beste Kämpfer im gesamten Marvel-Universum. Im MCU wurde seine Geschichte etwas geändert, aber die Grundgedanken sind auf jeden Fall gleich geblieben. Und jetzt kommen wir natürlich zum MCU. Und wie wird Shang-Chi dann auch in seinem eigenen Film, Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe natürlich, auf jeden Fall aussehen?
Shang-Chi wurde genau wie in den Comics als Kind und auch als Jugendlicher brutal und rigoros trainiert in verschiedenen Arten von Kampfkünsten, Nahkampf und auch Martial Arts, um genau wie in den Comics eine lebende Waffe zu sein. Aber Shang-Chis Vater ist nicht der diskriminierende Charakter Fu Manchu, sondern ein Mann mit dem Namen von Wen Wu. Und Wen Wu ist niemand geringerer als der ikonische Marvel-Bösewicht, der Mandarin. Und jetzt schreibt mir bitte in die Kommentare, was soll ich sagen? Soll ich ihn Mandarin nennen oder soll ich ihn den Mandarin nennen? Ich weiß es wirklich nicht. Also schreibt mir jetzt bitte unten in die Kommentare, welche Aussprache ihr besser findet für meine Videos. Soll ich ihn Mandarin nennen, also die deutsche Aussprache, oder Mandarin, die englische Aussprache? Welche findet ihr besser? Denn morgen kommt ein Video zu diesem Schurken online und da will ich gerne wissen, was ist besser? Mandarin Englisch oder Mandarin Deutsch? Eure Meinung jetzt bitte in die Kommentare, hilft mir auf jeden Fall sehr. Shang-Chi ist im MCU also der Sohn von Wen Wu, auch ein krimineller Terrorist, der Mandarin, der Anführer von der terroristischen Organisation der 10 Ringe ist. Und die 10 Ringe sind dieselbe Organisation, die Tony Stark im ersten Iron Man Film gefangen genommen haben. Also eine wunderbare Verbindung vom ersten MCU Film Iron Man 1 zum jetzt 25. MCU Film. Und das ist Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Und Shang-Chi hat als Kind schon angesehen, wie sein Vater Leute brutal ermordet hat. Er wurde mit 5 oder 6 Jahren schon brutal und emotional vernarbt und wusste, dass sein Vater ein krimineller Bösewicht ist. Und als Jugendlicher paar Jahre später wurde er dann auch brutal und rigoros trainiert, um eine lebende Waffe zu werden. Und dann als junger Erwachsener, vielleicht mit 17, 18 Jahren, hat ihm sein Vater Wen Wu in dem Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 10 Jahre gegeben, um sein eigenes Leben zu leben. Also zog Shang-Chi in diesen 10 Jahren nach Amerika und hat dort sein eigenes Leben gelebt, hat seine Vergangenheit in Ruhe gelassen und vergessen und hat damit gute Freunde gemacht und wurde dort also erwachsen. Aber jetzt werden wir im Film sehen, wie Shang-Chi nach 10 ganzen Jahren sich wieder mit seiner Vergangenheit stellen muss, denn nach diesen 10 Jahren ist seine Frist abgelaufen und sein Vater Wen Wu wird irgendwelche Assassinen schicken, um ihn zu finden oder vielleicht auch zu töten, und somit werden Shang-Chi und Wen Wu sich nach 10 Jahren wiedersehen. Und genau da kommt die große Frage von diesem Film für unseren Hauptcharakter Shang-Chi. Wird er seinem kriminellen Vater beitreten, bei seiner terroristischen Organisation und Menschen umbringen? Oder wird er fürs Gute kämpfen und seinen Vater und sein ganzes Imperium besiegen? Und diese Entscheidung muss unser Held Shang-Chi in seinem eigenen Film nächste Woche Donnerstag in den Kinos auf jeden Fall selbst beantworten. Schreibt mir eure Meinung zum neuesten Helden vom MCU und in die Kommentare, was haltet ihr von Shang-Chi und was denkt ihr, wie wird der Charakter für die Zukunft geplant sein? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Shang-Chis Rolle in diesem eigenen Film und wie er auch in zukünftigen Projekten vielleicht benutzt wird. Ich bin sehr gespannt, aber schreibt mir eure Meinung zum Charakter von Shang-Chi unbedingt in die Kommentare. Lasst ansonsten ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um die nächsten Videos rund um Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe nicht mehr zu verpassen. Auf jeden Fall sind noch ein paar die nächsten Tage geplant, checkt sie also unbedingt aus. Das war's für dieses Mal, macht's gut, euer Superlogi, bis zum nächsten Mal und ciao.